Welcome to Road Rarities. Hallo liebe Road Rarities Freunde. Heute sind wir wieder am Attersee beim besten Wetter. Mein Name ist Axel Köhnlein und ich habe euch heute zwei ganz spezielle Motorräder mitgebracht, und zwar zwei Motorräder mit Automotoren. Beginnen möchte ich ganz gerne hier mit der Willys VW BMW. Ist ein R60 Fahrgestell und eingebaut ist, wie man es vielleicht erkennen kann, ein Vierzylinder 1300 Kubik Motor von einem VW Käfer. In der Mitte drin, man sieht es auf den Fotos wahrscheinlich dann besser, eine Adapterplatte und hinten dran das normale BMW Getriebe. Und der Rahmen wurde, damit dieser Motor auch hier in das Fahrgestell passt, um 10 cm verlängert, unten natürlich auch dementsprechend verbreitert und mit einer Adapterplatte verstärkt, damit dieser Motor auch dann hier wirklich auch Platz hat. Ist natürlich sehr, sehr spannend zum Fahren, weil 1300 Kubik sind natürlich schon eine Ansage auch. Im Vergleich, BMW hat bei 600 Kubik damals aufgehört. Das heißt, es ist weit mehr als das Doppelte. Bis jetzt hält es alles relativ schön aus und ist auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte zum Fahren. Von dem Motorrad gab es tatsächlich eine Kleinserienfertigung aus Kalifornien. Man redet so zwischen 100 und 250 Stück, die hergestellt worden sind. Warum hat man das damals gemacht? Die VW-Käfermotoren und die Busmotoren lagen natürlich auf den Schrottplätzen zuhauf zu der Zeit. Und die Amerikaner hatten natürlich auch damals oder auch heute noch sehr lange Distanzen zu überbrücken. Und deswegen war ein großvolumiger Motor, der die Kraft bei niedrigen Drehzahlen hergegeben hat, natürlich schon immer eine gute Mischung. Und damit hat man natürlich auch das gute BMW-Fahrgestell mit einem relativ zuverlässigen und guten Motor kombiniert und das dann auch in Kleinserie offiziell verkauft. Das Motorrad selber, dieses spezielle Stück, habe ich damals in Amerika gefunden. Da war nur noch der Rahmen und der Motor übrig. Die ganzen anderen BMW-Teile sind damals verkauft worden. Ich habe das damals mitgenommen und habe es dann wirklich über vielen, vielen Jahren mit BMW-Teilen wieder ergänzt. Und seit 2 Jahren ist das Motorrad jetzt wieder fahrbereit und steht entweder beim Franz Ammering im Museum oder wie heute hier in den Sommermonaten fahre ich auch sehr gerne damit am Attersee entlang oder zu irgendwelchen lustigen Treffen. Es gibt bei dem Motorrad auch noch ein paar Besonderheiten, und zwar haben wir hier natürlich auch diese Rauchlampe. Der Hersteller hieß damals Rauch. Die Besonderheit war, dass neben dem Tachometer, der natürlich serienmäßig war bei BMW, auch noch ein Drehzahlmesser und ein Öltemperaturmesser mit verbaut war. Was wir hier auch haben, ist eine 4-in-4 Anlage quasi mit Zubehör, Auspuff, Töpfen, die es damals auch für BMW gab. Passt natürlich jetzt in dem Fall sehr schön, weil natürlich 4 Zylinder und 4 Auspuffrohre ist damals, wie es Honda dann etwas später bei der CB57 auch rausgebracht hat in Serie. Thank you.
wir zu unserem nächsten Stück mit BMW Automotor. In diesem Fall haben wir eine BMW 700. Das Fahrgestell ist eine BMW R50 und verbaut ist ein Motor aus dem sogenannten Denzel BMW. Den BMW 700 gab es ja als Coupé, als Limousine und als Cabrio. Und dieser 700 Kubik Motor hat eben hier den Weg in ein Motorradfahrgestell gefunden. Es hat sich wirklich alles anpassen lassen, sogar das Getriebe hat gut in den Rahmen reingepasst mit einem kleinen Hilfsrahmen. Weshalb macht man sowas? Der Vorteil von diesem Motor ist 700 Kubik, ein sehr schönes Drehmoment. Und es ist zur damaligen Zeit in den späten 60er Jahren gern genommen worden für die Gespannfahrer. Der Rahmen war gespannfest, hat alles gut gepasst, zuverlässig. Aber die Gespannfahrer haben sich natürlich immer ein bisschen über mehr Drehmoment gefreut. Und deswegen sind diese Motoren damals gerne in die Motorräder verbaut worden. Dieses Motorrad hier ist in einer zeitgenössischen Farbe lackiert worden, und zwar in Mitternachtblau Metallic. Gab es beim 2000er Coupé und in den Jahrgängen 68, 69 auch für die Motorräder im amerikanischen Markt. In dem Fall passt es ganz gut mit der roten Sitzbank zusammen. Zum Fahren ist es sehr schön, sehr ruhig, der Motor dreht nicht hoch, hat ein sehr schönes Drehmoment. Verbaut sind zwei 30er Del Orto Vergaser, was ja auch ganz gut zum Michelotti designten Autovorbild stammt, woraus auch dieser Motor stammt. Gefunden habe ich an diesem Motorrad allerdings nur den Motor, der war schon umgebaut, weil man im Einlasstrakt den Vergaser-Ansaugstutzen umbauen muss, damit er auch in ein Motorrad hineinpasst. Den Motor habe ich, wie gesagt, selber gekauft, den Rest hatte ich so ein bisschen in der Speis liegen und daraus ist dann doch ein ganzes Motorrad geworden und ist jetzt auch mittlerweile seit 3 Jahren im Einsatz und darf auch hier ab und zu im Sommer durch die Gegend fahren. Was wir hier vorne sehen, ist der originale Diener-Starter, das heißt eine Lichtmaschine und ein Starter. War natürlich im Autobereich notwendig, dass man elektrisch starten konnte. Aber man kann das Motorrad auch sehr gut mit dem Kickstarter antreten, ist somit nicht nötig. Wäre natürlich ein schönes Luxus-Feature, ein Motorrad aus den späten 50er Jahren zu haben mit einem elektrischen Anlasser. Für mich persönlich sind Motorräder mit Automotoren eine ganz spannende Geschichte aus der Motorradabteilung und da gab es ja schon ein paar Vorgänger auch, die zum Teil auch Flugmotoren verbaut hatten und eben wie gesagt hier einen VW-Motor, einen BMW-Motor. Ein bisschen später in der Zeit, in den 70er Jahren, gab es ja auch mit der Münch Mammut, mit dem NSU TTS-Motor, einen sehr bekannten Vertreter mit Automotor und den stellen wir euch natürlich sehr gerne in einer der nächsten Road Rarities Geschichten vor.